Und damit das Moin Moin und herzlich willkommen zum 28. Spieltag in der Barclays Premier League mit der Partie zwischen dem FC Arsenal, heute wieder im gelben Auswärtstrikot, und West Ham United in, ja, Weinrot, Blau und Weiß. Und wir müssen heute wieder natürlich die nächsten 3 Punkte einfahren. Ich habe es angesprochen auch im letzten Part. Wir brauchen sie unbedingt, um bis auf 6 Punkte an den FC Chelsea, an den ersten Rand zu rutschen, können uns damit auch nochmal ein bisschen von der Konkurrenz absetzen. Werden wir gleich alles nochmal angucken. Zunächst aber mal schnell hier reinschauen. Lewandowski nicht ganz so fit, den werde ich vielleicht sogar mal rausnehmen und einen Rio reinbringen. Das ist also der Wechsel jetzt halt für dieses Spiel. Recht viel mehr will ich nicht machen. Natürlich wie immer Weltklasse auf 5 Minuten und Heiter. Und dann gucken wir, dass wir die nächsten 3 Punkte einfahren. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt zu Beginn nicht die Tabelle wegklicke. Aber die dürfte genau jetzt erscheinen. So schaut's aus. Also mit einem Sieg hätten wir 64 Punkte, 6 hinter Chelsea, 3 vor Man City und sogar 6 vor dem Vierten vor Manchester United. Das ist natürlich sowas von genial, wenn wir das packen würden. Und von dem her werden wir das auch packen. Ganz klar. Ihr habt's mitbekommen, die letzten 3 Parts, die letzten 3 Spiele von mir. Das war allesamt nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war überhaupt nichts, was ich da gezeigt habe. Von dem her wird's jetzt heute mal wieder Zeit hier. Schaut fast ein bisschen aus, so am späten Abend, so 5, ne? So am späten Abend mal wieder geil zu spielen. Ganz klar. Also, gehen wir es an und hoffen, dass wir das jetzt wirklich packen. Wenn wir jetzt verlieren, wären es 9 Punkte auf Chelsea. Das wäre, denke ich mal, schon fast. Ja, eine Vorentscheidung ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber das wäre schon brutalst, wenn wir das nicht packen. Schöner Ball auf Hesse. Hesse bringt die Flanke rein. Rio kann sich nicht durchsetzen. Pogba! Meine Fresse, der hat einen Schuss, der Kerl. Wie ein Pferd. Der haut da drauf. Und kriegt den Ball fast unter. Aus spitzesten Winkel, beziehungsweise komischer Winkel, wie er da zum Ball stand. Gibt aber die Ecke. Özil, die ist gut. Varane ist hinten. Latte. Er haut das Ding an die Latte. Guter Start hier für uns. Allerdings noch nicht erfolgreich. Und der lange Ball. Ach du Heilige, war der geil. Ach du Heilige. Zum Glück wieder abgefangen da. Und wieder haben wir die Kulle. Chamberlain. Rio. Wieder Oxlade. Chamberlain sieht wieder Rio. Rio zieht in die Mitte. Rio mit dem Schuss. Rio mit dem 1:0. 11 Minuten gespielt im Forest Park Stadium. Und er macht die Bude. Sein 7. Treffer für Rio Miyagi. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ich weiß es ja nicht. Aber Rio, so nennen wir den Kerl. Und er macht das ganz, ganz stark. Zieht in die Mitte, lässt dem Torwart keine Chance. Knallt den Ball ins linke Eck. Und damit, ja, würde ich mal sagen, sind wir im Spiel angekommen. Damit ist der Startschuss gefallen. Das 1:0. Und jetzt kann es hier mal so richtig losgehen. Wie gesagt, so ein bisschen den Frust von der Seele schießen. Die letzten 3 Parts, die ich da gespielt habe, die waren nicht gut. Und die haben auch mir persönlich keinen Spaß gemacht, so wie ich gespielt habe. Von dem her tut das jetzt hier mal richtig gut. So ein schönes 1:0 zu Beginn. Da können wir jetzt drauf aufbauen. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Und die nächsten Buden erzielen gegen West Ham. Kommt schon, Jungs. Drauf hier. Aufgepasst, durchgesteckt. Da unten ist was. T mit der Flanke. Hat Glück, dass er nochmal durchkommt. Und das war so abzusehen, dass sich Carroll da hinten durchsetzt. 16. Minute. Der Ausgleich, aber das wirft uns nicht zurück, Freunde. Wir machen weiter, als wenn nichts wäre. Was war das für ein Pass? Was war das für ein Pass? Komm, jetzt nimm ihn doch. Mensch, du rennst eine halbe Stunde hinter dem her. Und wir kriegen den Ball nicht. Rio, weit mit nach hinten. Kriegt ihn da auch nicht. Beim zweiten Mal auch nicht. Und dann ist er wieder durch. Unfassbar. Nächste Flanke. Wieder Carroll. Das gibt's doch gar nicht. Kommt schon, Jungs, jetzt hier. Hesse. Özil. Rio. Gut gespielt auf Chamberlain. Kommt er durch? Nein, er kommt nicht durch. Vorhin hat es ein Hesse besser gemacht. Schlechter Ball von Pogba. Darf ich aber auch ehrlich gesagt so nie und nimmer spielen. Gut geklärt. Schön gespielt. Rio kommt hin. Özil. Oh, wie spielt denn Özil den Ball? Der kann doch auch nie und nimmer kommen. Kann er den nicht einfach normal in den Lauf spielen? Jetzt vielleicht. Özil wieder. Özil. Mesut. Özil geblockt. Hesse wieder geblockt. Eieiei. Und Pogba schiebt drauf. Macht er gut. Holt sich fast den Ball. Den haben wir jetzt wieder. Über Koscielny. Chamberlain. Schön gespielt. Rio. Hacke. Spitze. 1, 2, 3. Und Özil spielt den wieder wohin, wo er nicht hin soll. Unglaublich, ey. Das gibt's doch gar nicht. War relativ einfach, was er da machen muss. Einfach durchchippen und er chippt ihn da so weit nach oben, dass er nie hinkommen kann. 27 Minuten gespielt. Gibt hier den Einwurf für West Ham. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo West Ham momentan steht, auf welchem Tabellenplatz. Das haben wir gar nicht nachgeguckt. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier die nächste Bude machen. Oder wieder die Führung. Walcott. Gut von Theo Walcott. Kann sich da durchsetzen. Und dann wieder Chamberlain nicht.
Aber wir haben ihn noch, wir haben ihn noch, wir haben ihn noch. Rio, guter Ball auf Presse, Walcott. Walcott, ja. Schön gespielt auf Rio. Oh, Rio. Abgelegt, Chamberlain will ihn schlänzen. War nicht schlecht gedacht. Pogba, Mensch, das gibt's doch gar nicht, was wir da rumeiern. Der Ball, er will irgendwie nicht den Weg ins Tor finden. Das ist ja wie verhext heute, Nobel. Gut gemacht. Walker, nach vorne gelegt. Auf Walcott, oh, der war riskant gespielt. Und der auch. Hesse. Oh, was ein genialer Ball, aber ein bisschen zu lang. Richtig stark gespielt, aber so schnell ist Rio dann doch nicht. Gibt hier nochmal den Abschluss. Wir gehen auf Offensiv und ich gehe jetzt sogar auch noch hier auf hoher, halt, zu spät. Hoher Druck noch, wollte ich einstellen. Dass wir mal noch ein bisschen was leisten im ersten Durchgang. 8 Minuten haben wir noch. Langer Ball, aufgepasst. Carroll verliert diesmal den Kopfball. Hätte mal den wichtigen, den ersten verloren. Als dann das Tor gefallen ist. Oh, Özil steht im Weg. Das gibt's nicht, oder? Özil heute irgendwie nicht gut drauf. Auch zum Teil mit richtig viel Pech in den Aktionen. Gut nach vorne gelegt. Chamberlain. Wieder Özil, diesmal macht das besser. Nochmal Özil. Özil, ah, schade. Den, wenn er noch durchkriegt, ist es super. Jetzt hat Mesut. Özil, oh, der ist einfach nicht schnell genug. Schade. Nochmal rübergelegt. Komm, jetzt schiebt drauf. Rio mit der Hacke. Kommt, Jungs. Holt euch jetzt die Kohle hier. Aber das dürfte es wahrscheinlich im ersten Durchgang dann auch schon fast gewesen sein. Oh, der grätscht den rein und kriegt den auch noch. Unfassbar. Carroll durchgechippt. Nimm ihn. Oh, nimm ihn. Rio, schlechter Ball. Weg damit, jawohl. Özil. Gut gespielt. Auf Presse, Rodriguez. Ey, das ist aber krass, ne? Es ist wieder, dass der Ball genau so gespielt wird, dass er nicht kommt. Das ist doch Verarsche, oder? Ganz ehrlich. Ich habe nicht mal 8 drauf gedrückt. Der braucht ihn nur rüberlegen, aber nein, er spielt ihn genau, dass der Spieler von West Ham hinkommt. Also 1:1. 45 Minuten gespielt. Bolton gegen die Spurs ebenso. 1:1 unentschieden. Und wenn wir mal reingucken hier. Wir sind die klar bessere Mannschaft mal wieder. Aber wir kriegen es nicht gebacken, das Tor zu machen. Wie immer. Mann. Die letzten 3 Parts plus dieser Katastrophe. Obwohl die ja wirklich nur 2-mal vom Tor waren. 2-mal mit Carroll. 1-mal ist er rein, 1-mal nicht. Und wir versuchen da vorne alles Mögliche zu machen. Bleiben an der Abwehr hängen und so weiter und so fort. Und der Ball geht nur ein einziges Mal rein. Jetzt Hesse. Hesse. Ja. Oh, da kommt Özil nicht ganz hin. Schade, Noble. Kann sich da erstmal durchsetzen. Spielt den langen Ball. Varane, gut. Mit der Hacke nochmal vorgespielt. Pogba auf Oxlade-Chamberlain. Jetzt hat, komm. Gutes Ding auf Özil. Özil! Presse! Und er kriegt ihn auch nicht unter. Es ist wie verhext. Wir kriegen den Ball nicht rein. 52 Minuten gespielt. Gibt den Abstoß da. Für Adrian, der nicht mal eingreifen muss, zumindest beim zweiten Versuch nicht. Alaba. Gewinnt den Kopfball, allerdings steht da vorne mal sowas von gar keiner. Spence. Durchgesteckt auf Noble, langer Ball auf Carroll. Gut gemacht. Özil. Hesse Rodriguez, ach komm. Wieder kein guter Pass. Aber Hesse fightet, Hesse kämpft. Hesse holt ihn sich, gibt zumindest mal nur den Einwurf da für die Männer in Weinrot. So, erster Wechsel auch für West Ham. Ich bin mal auch am überlegen, ob ich was tun soll. Zufrieden können wir hier wieder nicht sein. Gut. Oh, schlecht geklärt, Mensch. Können wir keinen normalen Pass mehr spielen? Es ist unfassbar. Und dann machen die fast das nächste. Mann. Unglaublich. Was ist los? Wieso komme ich null rein jetzt in FIFA? Ich verstehe es nicht. Pogba. Oh, wenigstens behält er den. Walcott. Gut auf Alaba. So, jetzt schieb mal an, Freund. Alaba. Schönes Ding auf Hesse. Hesse wird da gefoult, meiner Meinung nach. Gibt aber auch keinen Pfiff hier. Da haben wir dann auch das Glück nicht gerade. Halbe Stunde vor Schluss. Alter Ball vom Keeper. Gut, wieder Hesse. Sieht Rio. Rio sieht wieder Hesse und jetzt muss er rein. Jetzt muss er rein und ist wieder nicht drin. Nächste Top-Möglichkeit für uns. Der Ball findet nicht den Weg ins Tor. Mensch, wir hätten hier 3-4-0 führen können. Dann wäre das Spiel sowas von perfekt gelaufen. Dann wären wir wahrscheinlich auch für die kommenden Spiele wieder absolut drin gewesen. Aber nein, wir fangen das 1:1 gleich nach dem Führungstreffer. Und alles ist wieder zunichte gemacht. Es ist unfassbar. Was war das jetzt? Abseits oder was? Anscheinend. Ganz knapp da vor
der Mittellinie. Guter Ball, wieder Alaba. Auf Presse. Och, der nimmt ihn nicht mal an. Der rennt einfach mal am Ball vorbei. Özil kriegt ihn auch nicht mehr, oder? Nein. Vorteil abgepfiffen. Uiuiuiui, Freunde. Das wird ein ganz, ganz Stück hartes Stück Arbeit, da wieder richtig reinzukommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann nicht daran liegen, dass ich jetzt in einem anderen Zimmer bin. Dass ich nicht mehr FIFA spielen kann. Unfassbar. Was die? Fast den Ball da erobert. Seite gewechselt. Da ist Chavez. Den haben wir. Und dann kommt er nicht an. Und dann sind wir da auch wieder nicht schnell genug. Schön. Gutes Ding. Schön durchgesteckt, kein Abseits, aber da ist gar keiner, den wir anspielen können. Özil auch viel zu langsam, muss ich es probieren, den irgendwie in die Mitte zu kriegen, sonst ist er so und so weg. Alaba kommt nicht hin, gibt aber den Einwurf für uns. Und jetzt muss hier nochmal was passieren, wir haben nicht mehr lange zu spielen. Wir gehen jetzt auch nochmal rein und werden nochmal wechseln. Ich weiß noch nicht wie, an Özil nehme ich auf jeden Fall mal raus. Bring da vielleicht heute mal einen Wiltshire, einen Miralas für Oxlade-Chamberlain. Und dann nehmen wir noch, wenn aber noch Lewandowski kommt rein. Für Rio. So, Dreifachwechsel, also 20 Minuten vor dem Ende. Schlappi ist nicht zufrieden, ich denke auch nicht. Aber da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch. Da müssen wir jetzt irgendwie versuchen, das Ruder rumzureißen. Aber nicht mit solchen Pässen. Mann, Mann, Mann. So, Vorteil laufen lassen da. Wäre eigentlich abseits gewesen. Pogba. Oh, schade, kommen wir nicht ganz durch. Und der lange Ball. Carroll kriegt ihn. Carroll wird wieder geschickt. Carroll kann sich sogar mal wieder durchsetzen. Aber es gibt zumindest mal nicht die Ecke hier. So, machen wir schnell. 12 Minuten noch. Guter Ball auf Wiltshire. Presse. Sieht wieder Wiltshire. Schön gespielt. Lewandowski kriegt ihn. Lewandowski und nimmt, lässt ihn viel zu weit vorprallen. Ey, unglaublich. Solche Dinge, die hätten wir wahrscheinlich noch locker reingemacht vor ein paar Tagen, vor ein paar Parts. Locker. Einfach mal Volley und das Ding jetzt sowas von gesessen. Aber irgendwie will das jetzt einfach nicht klappen hier. Kopfballduell verloren. Was, T? Gut durchgesetzt. Schön wieder zu lang. Nein, nicht zu lang. Lewandowski kommt nicht hin. Wiltshire hat ihn nochmal und verliert ihn gleich wieder. Das ist unfassbar. In den ganzen Schlüsselsituationen verlieren wir die Bälle. Wieso? Wieso? Auch hier sind wir wieder den kleinen Schritt zu langsam. Da komme ich wieder mit Pogba nicht hin. Dann der weite Ball auf Carroll. Und zum Glück ist Chesney da und spielt mit. Mann, 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 Mann. Es ist unfassbar. Gut gespielt jetzt mal. Aber, boah, schon ist der Ball wieder weg. Es ist unglaublich. 88. Wir werden hier wahrscheinlich nicht über ein Unentschieden gegen West Ham rauskommen. Das heißt, wir werden auch hier wieder Punkte liegen lassen. Damit 8 Punkte hinter dem FC Chelsea sein. Da stehen wieder 5 Mann rum. Und einer von West Ham kriegt ihn. Unfassbar. Es läuft einfach sowas von gar nichts zusammen. Mann, Mann, Mann. Nochmal der Wechsel. Walcott kommt nicht hin. Flanke in die Mitte. Können wir auch nicht abwehren. Jetzt mal die Grätsche. Wieder jemand da. Wieder Chavez am Ball. Gut, komm. Lewandowski. Ball war nicht gut. Lewandowski kommt auch nicht hin. Presse kommt auch nicht hin. Das dürfte es gewesen sein hier. Oder? Ja, da hätten wir nochmal die Konterchance gehabt, aber dann wird halt auch sowas mal abgepfiffen. 1:1 nach 90 Minuten gegen West Ham. Freunde, wenn wir so weiterspielen, dann können wir die Meisterschaft aber mal sowas von dick abhaken. 6 Schüsse aufs Tor, am Ende geht auch keiner rein, am Ende haben wir auch keinen glücklichen 2-1-Sieg, sondern nur einen Punkt geholt. Es ist unfassbar, guckt euch das an jetzt in der Tabelle. Und jetzt geht's gegen Barca, na mein lieber Freund, na dann gute Nacht. Wenn wir so spielen, werden wir da mal kräftig abgeschossen, aber vom Allerfeinsten. Gucken wir rein in die Premier League. Ganz, 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 ganz bitter. 62 Punkte, 8 hinter dem FC Chelsea. Es hätten 6 sein können. Wir hatten so eine große Möglichkeit. Hätten von City, von United, von allen wegziehen können. Aber nein, wir kommen gegen West Ham, gegen den 12. nicht über einen Unentschieden hinaus. Meine Fresse, 2 Schüsse haben die aufs Tor gehabt. Einen reingemacht. Und wir mit 6 und kriegen auch nur einen rein. Aber gut, was wollen wir machen? Wir spulen weiter. Jetzt gegen Barca dann im nächsten Spiel. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie das hinkriegen. Ich weiß nicht wie. Wenn wir genauso spielen, wird das absolut gar nichts. Nachricht müssen wir noch schnell löschen. So. Nee, dann wird das wirklich überhaupt nichts. Dann werden wir da kräftig einen, ja, auf die Mütze bekommen. Spielen im Old Trafford, sage ich schon. Im Camp Nou gegen Barca.
Auswärtsspiel zuerst, das ist, denke ich mal, trotzdem von Vorteil für uns, aber das wird richtig krass, das wird übertrieben krass. Aber trotzdem, ja, freue ich mich drauf, auch wenn die Freude jetzt so ein bisschen verhalten ist nach dem Spiel heute und nach dem Spiel zuvor auch. Gegen wen haben wir gespielt? Gegen Dänemark mit den Deutschen. Das war gar nichts. Also jetzt heißt es irgendwie zusammenreißen im nächsten Part, gegen Barca ein gutes Ergebnis rausspielen, um dann im Rückspiel irgendwie ins Viertelfinale einziehen zu können. Und damit würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!